Mist, jetzt habe ich mein Geld vergessen. Ach komm, ich zahle das schnell. Kannst ja nachher kringeln. Kringeln? Was ist denn kringeln? Ja, wir fragen jetzt mal die Experten, nämlich das Team von Kringle. Malte, erklär uns doch mal bitte, was Kringle ist. Sehr gerne. Kringle ist eine Smartphone-App, mit der wir Zahlungen zwischen Freunden einfach, sicher und mobil machen wollen. Das heißt, wir haben eine App entwickelt, mit der wir die Lücke zwischen der Bargeldzahlung und der Online-Überweisung schließen wollen, wie sich derzeit halt die Freunde immer das Geld austauschen, sei es zum Beispiel, wenn ich mir jetzt bei dir 10 Euro geliehen habe. Das Schöne bei Kringle ist allerdings, dass ich, wenn ich Geld senden möchte, dann kann ich das innerhalb von Sekunden tun. Und ich kann Geld an jede Mobilfunknummer in meinem Handy senden. Das heißt, der Empfänger der Zahlung, der braucht nicht mal Kringle wirklich installiert haben, sondern kann das Geld auch ohne Kringle empfangen. Und das zweite Besondere ist, dass wir die Gelder direkt zwischen den Girokonten bewegen. Das heißt, man hat bei Kringle nicht diesen Prozess, dass ich erst Geld auf ein virtuelles Konto auflade und es dann wieder entladen muss, damit ich wirklich über das Geld verfügen kann. Ja, es hört sich ja cool an, aber warum nehmt ihr denn jetzt an der langen Nacht der Startups teil? Lange nach der Startups ist für uns einfach eine sehr schöne Möglichkeit, uns einfach mal wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es ist ja doch so, dass wenn man oft an so einem Produkt entwickelt, man vergisst dann ab und zu auch mal nach draußen zu gehen und sich wirklich direkt das Nutzerfeedback zu holen. Und das möchten wir einfach machen. Wir möchten natürlich ein bisschen netzwerken, interessante Leute kennenlernen, aber auch von potenziellen Nutzern einfach direkt das Feedback aufnehmen und dann für uns intern hier wieder verarbeiten. Ja, da ist ja die lange Nacht der Startups wirklich perfekt für euch. Wie wollt ihr denn die Leute da begeistern? Zum einen natürlich erstmal mit unserer Kringle-App selbst. Ja, Kringle ist ein super Produkt, das erstmal für sich spricht. Als zweites haben wir uns noch überlegt, dass jeder, der bei uns an den Stand kommt, der kann uns einfach seine Handynummer geben und wir senden dann einfach einen Euro raus. Einfach um zu zeigen, wie einfach Kringle wirklich ist und wie schön das ist, dass auch jeder Geld empfangen kann. Wow, also ihr verschenkt quasi Geld? Wir verschenken einfach mal so Geld, ja. Mann, seid ihr großzügig. Zu dem Stand muss ich auf jeden Fall. Wie sieht denn eure Reaktion aus, wenn ihr auf der langen Nacht der Startups am 5. September den Customer Choice Award als Liebling des Publikums gewinnt? Verstehe ich jetzt die Frage ehrlich gesagt nicht wirklich, was heißt wenn. Also ich meine, ich habe ja gerade eben erzählt, dass wir jeden im Publikum, der möchte, einfach mal so einen Euro schenken und den sozusagen bestechen. Also steht es eigentlich außer Frage, dass wir wirklich den Publikumspreis gewinnen. Das ist natürlich logisch, kann ich verstehen.